Da ist ein Panzertruck. Hier ist ein Medikit. Die werfen Brandsätze. Tollen Posten, du was? Bist der Hexenmann, der Mutant? Ich hab schon einen interessanten Bericht aus meiner Nase. Du bist der Schlingertor. Ich komm gar nicht zu Atem. Ein Geist, meinst du? Zu viel gesoffen hast. Das ist alles. Wie wär's, wenn mein Mann und deiner sich in sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Wo kam der überhaupt her? Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst. Mein Mann hat auf einem tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern.
einmal schauen. Du bist ja scheintot. Beweg dich. Ich komme gar nicht zu Atem. Vielleicht hat mich letzte Nacht. Mein Geist, meinst du, dass du zu viel gesoffen hast? Das ist alles. Vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Wo kam der überhaupt her? Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst. Man hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hab gestern einen Eimer Schein. Du bist ja scheintot. Beweg dich. Ich komme gar nicht zu Atem. Vielleicht hat mich letzte Nacht. Mein Geist, meinst du, dass du viel gesoffen hast? Das ist alles. Moment mal! Eine Alte zur anderen, sei mir ja nicht böse. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Wo kam der überhaupt her? Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hab gestern einen Eimer Schein mit. Du bist ja scheintot. Beweg dich. Ich komme gar nicht zu Atem. Vielleicht hat mich letzte Nacht ein Meinst du, dass du viel gesoffen hast? Das ist alles. Oh, warte mal. Vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Wo kam der überhaupt her? Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst.
Franklin. Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Hey, you lame, dog. Forgive me. Bitch! Hey, don't worry me none. What's going on? A fork and knife? And that's what the chakra attack is all about. Love making sometimes mean you need to wrestle or howl like an animal. Oh! Oh! Anyway, let's go to the phones. Speak, my child. I love you with all that I have. Take what you want of me and leave me spent. Hello? Hello? Speak up, homie. Hello? Hello? Oh, for land's sake. Sure, give me a better call, screener. God was a fool! He had me on mute! Who the hell puts Dr. Ray D'Angelo Harris on mute? You kidding me? You disrespecting me? Seriously, woman? Ray, chill the hell out. You're on the radio. I'll light some incense. Calm. I am calm, but I'm also angry. That is a duality. That's what Dr. Ray D'Angelo Harris is all about. Duality! Duality! Do you understand, woman? I can't be understood by you, right? I'm talking a foreign language to you. I'm amazing, you understand? Just give me another caller and stop playing a woman card with your unshaven leg. Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Pharmaceutical industry is at it again. They don't want you to vote yes on Proposition 208 and legalize medical cocaine.
For millions of Americans, it's the medicine that helps them get through the day. A God-given plant strain through gasoline in the jungle by a man with missing teeth. Vote yes on Proposition 208 and legalize medical cocaine. Selling your 40,000 square foot mansion? At Windsor Real Estate, we are the home of super prestigious real estate in Los Santos. Our experienced and knowledgeable professionals work hard. We look up some mansions on the internet, get the keys, give you a tour, and then make 6% on the back of the biggest investment of your life. Live the dream. Be the best you possible. For the man who isn't satisfied with one roof over his head, he wants several, preferably with a cinema, bowling alley, two pools, health club quality gym, meditation room, swinger grotto, punishment dungeon, 7,000 bottle wine cellar, moving sidewalks, 47 places to watch television.